Cannabis-Aktien erleben gefühlt ihren vierten Frühling mittlerweile. Und in dieser Ausgabe gehen wir der Frage nach, warum uns insbesondere die Aktie des Unternehmens Canopy interessiert, welche fundamentalen Parameter sind für uns derzeit besonders interessant und welche fundamentalen Parameter müssten erfüllt werden, damit wir auch sagen können, ja, wir wollen unbedingt in diese Aktie investieren. Plus, wir gucken uns das Ganze aus technischer Sicht an und wollen miteinander besprechen, was sind denn so die technischen Parameter, die es interessant machen könnten, auch für eine Spekulation, solange die fundamentalen Parameter nicht ganz erfüllt sind. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Cannabis-Aktien haben ja vor etwa anderthalb Jahren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben seinerzeit, bevor dann der endgültige Ausverkauf losgegangen ist, davor gewarnt vor der hohen Marktkapitalisierung, was nicht gerechtfertigt ist, und haben, ich muss sagen, aus Anlegersicht leider recht behalten, denn wir haben gesagt, 60% in der Spitze, sogar 75% Kursrückgänge sind möglich. Wir hatten damals Aurora Cannabis analysiert, sind dafür teilweise scharf kritisiert worden und wie gesagt, aus Anlegersicht haben wir leider recht behalten. Wir glauben allerdings, dass sich die Situation etwas geändert hat, nicht nur aus der Sicht der Bewertung, weil die Kurse deutlich runtergekommen sind, sondern auch aus fundamentaler Sicht, und darüber wollen wir in dieser Ausgabe sprechen. Wir haben gesehen, dass Cannabis-Unternehmen zuletzt deutlich nach oben gegangen sind. Insbesondere haben Unternehmen aus den USA profitiert, nicht nur durch die Wahl von Herrn Biden, sondern auch, weil in diesem Jahr mehrere Bundesstaaten Cannabis legalisiert haben, entweder für privaten Gebrauch oder für medizinischen Gebrauch. Und deswegen sind Unternehmen aus den USA besonders stark nach oben gegangen. Jetzt muss man wissen, Canopy mit Sitz in Kanada profitiert nicht wirklich davon. Es ist zwar eher positiv zu werten, dass zum Beispiel jetzt auch im Repräsentantenhaus eine Abstimmung gegeben hat und das Repräsentantenhaus hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, Cannabis zu legalisieren, aber damit es zu einem Federal Law wird und damit dann entsprechend Canopy als kanadisches Unternehmen auch am US-Markt agieren kann, ist es wichtig, dass auch im Senat dieser Beschluss bestätigt wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, weil dort die Republikaner die Mehrheit haben. Es sei denn, dass bei den Stichwahlen in Georgia beide Sitze an die Demokraten gehen sollten. Nur ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, nicht besonders groß. Wenn ihr euch dafür interessiert und warum das sogar eher gefährlich für den Aktienmarkt sein kann, Link packen wir euch in die Infobox, könnt ihr euch gerne am Ende dieses Videos nochmal anschauen, wenn euch das gesondert interessiert. Das heißt, in den USA gibt es Lockerungen, einige Bundesstaaten beschließen das, Repräsentantenhaus beschließt das, aber wahrscheinlich wird es nicht zu einem Bundesgesetz werden und solange wird Canopy auch nicht so richtig was davon haben. Allerdings, wir sehen etwas anderes bei Canopy selbst, was sehr interessant ist, nämlich Canopy nähert sich dem möglichen Turnaround. Denn das Unternehmen macht ja derzeit und nach wie vor Verluste. So, wenn man sich jetzt für ein Unternehmen interessiert, was derzeit Verluste macht, dann ist das Erste, was ich mir anschaue, wie ist die Bilanz des Unternehmens. Denn wenn wir ein Unternehmen haben, was gerade Verluste macht und auch noch sehr viel Schulden hat, na, irgendwann wird es schwierig, sich zu refinanzieren. Und im besten Falle ist es so, wenn ich aufgrund der Verluste, die ich pro Quartal mache, nicht in der Lage bin, meinen Betrieb aufrechtzuerhalten, dann muss ich irgendwie Geld beschaffen. Und eine Möglichkeit, Geld zu beschaffen, ist, weitere Kredite aufzunehmen. Eine andere Möglichkeit ist, die Aktie zu verdünnen, indem ich neue Aktien ausgebe. Das ist zum Beispiel etwas, was man bei einigen Cannabis-Aktien sieht und Unternehmen sieht, aber auch zum Beispiel im Bereich der Wasserstoffenergie. Und da sticht aus unserer Sicht Canopy heraus, denn Canopy besitzt 670 Millionen Cash und Cash-Äquivalent und das ist siebenmal mehr als die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Super. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass kurzfristig zusätzlich Aktien rausgegeben werden müssen, dass zusätzlich Kredite aufgenommen werden müssen, ist nicht so groß, wenn das Unternehmen nicht in jedem Quartal zum Beispiel 500 Millionen Miese macht. Also müssen wir uns angucken, okay, die Bilanz scheint ganz gut zu sein, aber wie viel Miese machen die denn so pro Quartal? Das ist ja die nächste Frage, die man sich stellen muss. Und da sehen wir, bei den letzten Quartalszahlen hat das Unternehmen überrascht, denn sie haben nur einen Verlust gemacht von 32 Millionen.
Wie schaffst du es denn, einen Verlust zu reduzieren? Naja, entweder musst du deutlich mehr verkaufen oder du musst das, was du an Ausgaben hast, deutlich reduzieren, damit dann deine Ausgaben runtergehen, dein Umsatz geht hoch und dann wird die Marge größer. Dem Unternehmen ist tatsächlich beides gelungen. Wobei man sagen muss, auf der Ausgabenseite waren sie deutlich besser. Nicht die Gesamtausgaben, sondern die Ausgaben, um Betrieb aufrechtzuerhalten, nämlich das sogenannte SG&A. Dort sieht man, dass innerhalb eines halben Jahres zwischen Q4 und Q2 ein Rückgang der Ausgaben von knapp 700 Millionen auf 150 Millionen möglich gewesen ist. Und das ist aus meiner Sicht wirklich aller Ehren wert. Deswegen ist es unter anderem gelungen, die Verluste zu reduzieren. Das heißt, wenn wir sagen, die haben 630 Millionen Cash und verlieren pro Quartal etwa 30 Millionen, dann ist es auf dem Level so, Mensch, da können sie ja noch ein paar Jahre brauchen, bis sie auf Break-Even kommen. Und das ist nicht schlimm. Okay, die Frage ist nur, gelingt denn das wirklich nachhaltig? Was man wissen muss ist, ja, zwischen Q4 und Q2 gibt es diese deutliche Reduzierung der Kosten. Aber, Achtung, zwischen Q1 und Q2 sind die Kosten schon wieder um 7% nach oben gegangen. Das heißt, ich will eigentlich gar nicht sehen, dass jetzt wieder einmal ein großer Cut gekommen ist und jetzt so nach und nach und nach und nach wieder Kosten aufgebürdet werden. Gut, was ist denn bei den Umsätzen passiert? Bei den Umsätzen sehen wir Folgendes. Wir sehen, dass auch die Umsätze positiv überrascht haben, denn die haben einen Rekordumsatz gemacht von 135 Millionen kanadische Dollar. Erwartet waren 117 Millionen kanadische Dollar und es ist ein Wachstum gegenüber dem Vorquartal von über 20% und gegenüber dem Vorjahr von über 70%. Sehr gut, das heißt, wir sehen, dass das Unternehmen derzeit wächst. Wo wächst denn das Unternehmen? Das ist ja das Nächste, was wir wissen müssen. Denn wir wollen wissen, ist es ein Einmaleffekt oder ist es etwas, was nachhaltig ist? Und das, was auffällt und das, was positiv ist, in Kanada ist ja im gesamten Land Cannabis legalisiert worden. Und man sieht, dass bei Business to Business die Umsätze um 380% zugenommen haben und mittlerweile 40 Millionen dieser 135 Millionen Umsatz ausmachen. Das ist ein deutlicher Anstieg. Wenn denn das anhält und anhalten sollte, besteht natürlich das Potenzial, dass man in Richtung Break-Even geht. Das, was ich allerdings nicht weiß, kann ich auch nicht einschätzen. Inwieweit hat das mit dem Lockdown zu tun? Sind die Leute mehr zu Hause, gehen sie weniger aus und deswegen konsumieren sie mehr Cannabis? Oder ist es kein Einmaleffekt? Darüber ist nicht besonders viel gesprochen worden. Was nicht so positiv ist, und da sind wir schon bei den USA, im internationalen Geschäft konnten sie leider die Umsätze nicht deutlich erhöhen. Man sagt ja immer, es ist ein Riesengeschäft und weltweit und so weiter. Aber das ist denen deswegen nicht gelungen, weil unter anderem die Konkurrenz international relativ groß ist. Das heißt, aus meiner Sicht hat Canopy das Potenzial, sich in Kanada offensichtlich durchzusetzen. Dort sehen wir auch, dass die sogenannten sonstigen Ausgaben, also Produkte mit Cannabis, zum Beispiel Öle, um 80% zugenommen haben und mittlerweile auch 40 Millionen ausmachen. Das heißt, es gibt durchaus Wachstum. Allerdings diese große Internationalisierung, was so als die große, große Wachstumsgeschichte immer wieder herangeführt wurde, das kann sich derzeit nicht bestätigen. Und in den nächsten 2 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit der Legalisierung von Marihuana in den USA von Cannabis nicht besonders wahrscheinlich oder praktisch ausgeschlossen. Wie gesagt, was die Wahl angeht, in Georgia müssen wir abwarten und in 2 Jahren müssen erstmal die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen. Dann haben sie sehr viele Sitze selbst im Senat zu verteidigen, müssen dann noch versuchen, Sitze dazu zu gewinnen. Ob das dann möglich sein wird, ist etwas, was ich bestätigen muss. Das heißt, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, hey, Canopy hat eine ganz gute Bilanz, ist von den hohen, hohen Schulden, die sie pro Quartal gemacht haben, 260, deutlich runter auf 30, schafft es, die Umsätze zu steigern und das Unternehmen sagt, hey, wir haben sogar noch 300 Millionen weiteres Einsparpotenzial. Okay, dann wäre das Unternehmen tatsächlich profitabel. Wann sagt denn das Unternehmen, dass sie profitabel sein könnten? O-Ton, irgendwann 2021. Aber
Die sagen irgendwann 2021 ein positives EBITDA. Das ist der Augenblick, in dem Charlie Munger jetzt aufstehen würde und sage, EBITDA, wen interessiert denn EBITDA? EBITDA ist so nicht interessant. Interessant ist, dass du am Ende Gewinn machst. Ich finde, der Mann hat recht. Denn es ist nicht wichtig, dass du nach Zinsen und Steuern, vor Zinsen und Steuern Plus machst, sondern dass du nach all deinen Ausgaben immer noch profitabel bist. Das halte ich für ganz relevant. Und deswegen ist es so, aus fundamentaler Sicht finde ich das eigentlich ganz gut. Die Bilanz ist gut, der Umsatz steigt, die Verluste werden niedriger. Allerdings würde ich gerne eine Tendenz sehen. Wenn ich eine Tendenz sehen will, sehe ich aber auch was anderes. Höhere Preise, das heißt, das Unternehmen kommt, zeigt nochmal gute Zahlen, der Verlust wird noch geringer. Die haben nach wie vor ihre Ausgaben im Griff, vielleicht werden die Ausgaben sogar reduziert, vielleicht wächst das Unternehmen. Klar, springt dann die Aktie weiter nach oben. Und gleichzeitig ist es so, dann ist es eher investierbar. Und deswegen, ich schiebe mir so ein Auge drauf und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, so ein bisschen, das habe ich noch nicht so für mich so ganz losgekriegt. Ja, ich weiß, dass Cannabis nicht besonders gefährlich ist. Allerdings ist es schon so, dass es eine Abhängigkeit von Cannabis gibt und ich kaufe ja auch keine Zigarettenaktien. Und ich kaufe auch keine Alkoholaktien. Jetzt weiß ich nicht, ob so Cannabis und ich als Arzt, also damit habe ich ehrlich gesagt auch so ein moralisches Problem. Und im Moment ist es sowieso auch noch aus fundamentaler Sicht nicht so interessant. Jetzt gucken wir mal, ob das charttechnische Bild mein moralisches Problem größer macht. Und dann können wir uns darüber unterhalten, ob da etwas interessant ist. Aus fundamentaler Sicht finde ich die Entwicklung positiv. Bin aber noch nicht so weit und aus moralischer Sicht, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich noch nicht das für mich zu Ende durchgedacht. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob aus kurzfristiger und spekulativer Sicht etwas möglich ist. Bis in den Herbst 2016 hinein hat die Canopy-Aktie 5 Dollar oder weniger gekostet. Von Mitte 2017 bis in den Oktober 2018 haben es die Bullen geschafft, den Aktienkurs in 16 Monaten zu verelffachen. 2019 war dann geprägt von Preisrückgängen. Insgesamt ging es 75% in diesem Jahr bergab und mit dem Tief Anfang März 2020, Corona-bedingt, wurde diese Ausbruchszone hier einmal nochmal getestet. Eine Marke, die wir uns merken sollten, finde ich, ist die 200-Wochen-Linie bei 23,83. Und wenn wir in den Tageschart schauen, dann finde ich, sehen wir zum einen, es gab hier das Tief im März 2020. Von dort aus hat die Canopy-Aktie um 13 Dollar gewinnen können. Das wurde dann konsolidiert zwischen Anfang November. Das in Form einer möglichen Bullenflagge. Nicht ganz sauber, weil es hier unterschritten wurde und oben auch nur zwei Auflagepunkte hat. Allerdings sehen wir auch von hier, gab es nochmal eine Bewegung, die ist dann 15 Dollar. Das heißt, ja, die Canopy-Aktie ist erstmal am Widerstand, auch im Bereich der 30-Dollar-Marke und im Bereich der unteren Begrenzung dieser offenen Lücke. Jetzt gibt es aus meiner Sicht drei Szenarien, die interessant sind. Zwei davon sind eher konservativ. Fangen wir mal mit den konservativen Varianten an. Also, falls die Canopy-Aktie sich in diesem Bereich hier festsetzt und einfach mal diese Stange, die wir gerade gezeichnet haben, also diese Bewegung hier konsolidiert im Bereich der 30 und dann hier ausbricht, dann hätten wir aus der Sicht einer Formation eine größere Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse. Eine Alternative dazu, und das wäre auch eher dann nochmal fundamental begründet, das heißt, wenn die Aktie jetzt zum Beispiel oder das Unternehmen am 8. Februar mit den nächsten Quartalszahlen so sehr überraschen sollte, dass er hier nach oben springt und vielleicht sogar eine weitere Lücke macht. Also stellt euch vor, der kommt hier im Februar, eröffnet bei 32 Dollar und hält sich vorher noch hier auf. Dann hätten wir eine große abgeschlossene Bodenbildung. Wir hätten hier eine nicht ganz klare Schulterkopf-Schulterformation, hier eine Schulter, das ist so mit ein bisschen Fantasie der Kopf und das ist die zweite Schulter. Von dort aus dann wäre die Bodenbildung abgeschlossen. Das ist also das zweite konservative Szenario. Was sehen wir für etwas spekulativ? Also zum einen, wir hatten es ja gerade, 23,83 ist die 200-Wochen-Linie. Das heißt, diese Marke hier müsste dann erstmal, falls sie dann unterschritten wird, wieder als Widerstand angesehen werden.
Falls der Canopy-Kurs hier runterkommt an die 61%, also in den Bereich der 20-Dollar-Marke, auch psychologisch wichtig, und uns hier eine Trendumkehr nochmal anzeigt in einer kleineren Zeiteinheit, vielleicht im 4-Stunden-Chart, vielleicht über mehrere Tage, dann wäre es auch, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass hier die 200-Tage-Linie noch mit dazukommt. Und von dort aus hätten wir mehr Unterstützung, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es von da erstmal wieder nach oben geht. Aber auch hier, deshalb spekulativ, man müsste dann durch die 200-Wochen-Linie, Verzeihung. Das heißt, zusammengefasst, entweder schöne Konsolidierung und dann der Ausbruch darüber hinaus über die 30 oder durch gute Fundamentaldaten eine Lücke oder eine sehr schöne weiße Kerze, im besten Fall mit Volumen natürlich, dann den möglichen Rücksetzer, hätte eine größere Wahrscheinlichkeit für dann steigende Kurse vielleicht bis in Richtung 40 US-Dollar oder eben spekulativ nochmal zurückkommen in den Bereich von 20 und uns hier eine Trendumkehrformation anzeigen. Von dort hätten wir dann das Potenzial nochmal in Richtung der 30 zu laufen. Das wären dann ja auch 10 Dollar, also 50% ausgehend vom 20er Niveau. Das soweit zu Canopy. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag, wenn ihr denn heute handelt. Und ja, ich sage danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann.